Oh, zwei doch bloß, zeitgleich. Okay. Sieht gut aus. Was wird das mit dem Tempo? Oh, ich muss. Okay, das passt eigentlich. Das dürfte gerade so durchlaufen. 0,5, jetzt kommen wir auf volle Pace. Zweiundvierzig Sekunden! 1860 gegen Würzburger Kickers. Alle gegen Meppen. Wie kommt es denn, dass sie so viele Spiele übertragen? War das schon immer so? Weil dritte Liga hat mich noch nie so wirklich gehoben. Ich nie gedacht, dass da so viele live kommen. Jetzt sind wir schon überall. Na gut, bis auf die Juniorenwertung. Auf Plätzen 1 und 2. Na gut, hier unten eine ganze, aber Hilbert, wenn der so weiterfährt. Okay. Krass. Braucht man ja gar kein teures Station. Das so ein Abo, da kannst du ja trotzdem noch rund um die Uhr Fußball gucken. Ah, schöner Anstieg zum Ende nochmal hin. Mit Bergwertung nimmt mir keiner mehr. Sprintwertung, glaube ich, ohne. Gesamtwertung, wenn ich hier ne, auf die Fresse fliege und 10 Minuten Rückstand oder mir das Rückgrat breche, dürfte ohne mehr viel passieren. Und schauen, vielleicht holen wir sogar noch die Etappe. Und dann hätten wir. Dann hätten wir hier alles abgesahnt, was abzusahnen geht, außer eine Etappe, die ich nicht gewonnen habe. Ist schon übel, dass ich in der Rundfahrt so dominiere. Ich hatte zwar gedacht, dass ich hier eine Favoritenrolle habe, aber so dominant. Naja, wenn sich das dann bei den Profiteams rumspricht. Die nehme ich dann alle mit Kusshand. Erstmal wieder ein bisschen das Feld genervt. Na, jetzt kommen sie ja wieder alle angefahren. Aber wenn die schon solche Probleme beim ersten Anstieg hatten, dann.
Ist jetzt wieder ein Stück kein Thema. Oh, 54 Leute schon wieder. 66. Warum lassen wir denn die so rankommen? Saarbrücken, Oscar drückt. Ach, Saarbrücken, das war doch auch irgendwann einmal Bundesliga in finsteren 90er Jahren, ne? Haben die in der Bundesliga gespielt oder zumindest zweite Liga? Ich glaube, erste Liga waren sie, ne? Waren, glaube ich, relativ gutes Zweitligamaß. So, jetzt muss ich mich langsam wieder konzentrieren hier. So, gleich geht die Steigung komplett hoch. Jetzt. Tschüss, Freunde. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. You see that? You can read the pain on the faces at the back of the peloton. There's a growing number of riders left behind. Oh, ihr wollt noch mithalten? Okay. Kann man ja mal machen. Ich glaube, ne, dass ihr dort ohne lange durchhaltet. Bewegung, ja, geht gleich los. Geht gleich los. Wir haben sie doch gleich wieder. Ja, wird schon wieder überragender Sieg werden. So, wie weit ist noch? 1 Kilometer. Nur vier von 5 Etappen gewonnen. Enttäuschend. Wie gesagt, die Rundfahrt, die kann ich dir nur empfehlen. Die dürfte eigentlich auch mit einem mittelmäßigen Fahrer schon ordentlich Spaß bringen. Minuten abgenommen. 2,5 Stunden. Und wie viel bin ich gefahren? 13,5. Easy. Erste Gesamtwertung, Einschätzung gut. Etappe Gewinn. Erster, Einschätzung gut. Punktewertung. Manager ist mit dieser besonders zufrieden. Bergwertung besonders zufrieden. Nachwuchswertung besonders zufrieden. Ey, ich habe auch die Teamwertung geholt. Und da hieß es nicht, dass das Interesse gestiegen ist. Jetzt ist aber was permanent. Wenn ich irgendwo was gerissen habe, da ist das Interesse der anderen Teams an mir gestiegen. Aber vielleicht kommt das erst mal im zweiten halben Jahr. Anfragen nach Wasserträgern.
Und da habe ich denn 29 bloß. Eigentlich so wirklich Wasserträger brauche ich gar nicht. Haller war eigentlich ein richtig guter. Aber auf die Berge ist er halt nicht gut. Das ist halt verbesserungswürdig. Besonders hier bekommst du dann am Ende von allen Teams das gleiche Gehalt. Also zumindest war es gerade eben so. Da haben alle gesagt, hier 17.000 pro Monat. Und das ist sehr unrealistisch. Ich will zu denen. Zu denen. Astana. Oder Katjuscha. Die wären auch noch cool. Also auf jeden Fall eins von diesen 4-Sterne-Teams hier. Da gehe ich dann hin am Ende der Saison. Das steht schon mal fest. Gut, ich meine, dass die jetzt hier nicht viel abbilden können mit... Was, für was müssten das Geld ausgeben? Ich meine, man könnte es dann wirklich als so eine Art Highscore machen. Dass du sagst, ich habe jetzt in der Karriere... Die gesamte Karriere über so und so viel Geld verdient. In der nächsten Karriere versuche ich das zu toppen. Das wäre halt. Aber im Endeffekt wäre es ja dann trotzdem auch bloß genauso, wenn es ein bisschen Einfluss auf irgendwelche Sachen hätte, aber wie willst du das abbilden in so einem Spiel? Ansonsten wäre es ja auch Pille-Palle. Eine schöne Zusatzoption, aber. Es gibt im Spiel. Das ist dann mehr so Handyspiel und so Zeugs. New Star Soccer. Wenn du dir da Autos kaufst zum Beispiel, da hast du dann weniger Ermüdung auf den Fahrten zum Auswärtsspiel und so. Dort haben sie das so eingesetzt. Oder kannst du dir halt dann auch ein bisschen bessere Fußballschuhe und sowas kaufen. Aber ich meine, das kriegst du ja hier alles über das Team gestellt. Ja, sowas zum Beispiel. Das wäre dann was, ja. Weiß wie ich, dass du dann mit 26, 27 so einen Haufen Kohle hast und sagst Scheiß drauf. Ja. Scheiß drauf, ich mache jetzt mein eigenes Team. Und dass du dir erstmal so ein paar kleine Nachwuchsfahrer zusammensuchen und so. Ja, das wäre eine Idee. Ja, oder wie ich erst schon gesagt hätte, dass du wirklich dann, und wie du schreibst, ein kleines Team unterstützen, halt wirklich dann auch ein kleines Team von Grund auf aufbauen und die dann mit dem Geld, was du verdient hast, zum Beispiel, mit deiner eigenen Leistung, das dann hochziehen von Amateurstatus bis Tour de France-Team. Ist dann so eine Fahrerkarriere zwar ein bisschen knapp, aber das kann man ja dann wahrscheinlich auch noch umsetzen, dass du dann einfach den Spielmodus änderst, dass du dann nicht mehr den Pro Cyclist-Modus spielst, sondern den anderen, dass du dann dein eigenes Team managst und halt dich sozusagen aus der Fahrerkarriere, aus der aktiven rausgezogen hast und nur noch. Ja, genau.
Erfahrung.